Beschreiben Sie die Potenzialanalyse. Für Mitarbeiter. Noch einmal, beschreiben heißt ganze Sätze schreiben, möglichst Beispiele bringen. Schreiben Sie auch ausführlicher als das, was ich hier stichwortartig notiere. Schreiben Sie sozusagen die mündlichen Erläuterungen, die ich gebe, schreiben Sie die alle hin. Potenzial ist das Mögliche. Das heißt, eine Potenzialanalyse ist eine Möglichkeitsanalyse. Und das wiederum bedeutet, welche Begabungen, Fähigkeiten, Kenntnisse stecken in dem Mitarbeiter drin. Und was kann man damit machen? Eine Potenzialanalyse, und jetzt ist ein Wort, das ich empfehle zu bringen, ist also eine systematische Erfassung der Begabungen, Fähigkeiten und Kenntnisse des Mitarbeiters. Das ist der erste Schritt. Erstens systematische Erfassung der Begabung, Fähigkeiten und Kenntnisse und zweitens Umsetzung in Entwicklungschancen. Eine Potenzialanalyse darf nicht bei erstens stehen bleiben. Noch einmal, eine Potenzialanalyse ist eine Möglichkeitsanalyse, welche Begabung, Fähigkeiten, Kenntnisse, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen stecken im Mitarbeiter. Also eine systematische Erfassung eben jener Begabung, Fähigkeiten und Kenntnisse. Und dann darf man an der Stelle aber nicht aufhören, sondern überlegen, was kann man damit machen? Umsetzung in Entwicklungschancen bedeutet, wie kann man diese Begabungen, Fähigkeiten und Kenntnisse jetzt umsetzen, übersetzen in Entwicklungschancen. Ganz konkret, welche Führungsposition oder welche erweiterte Verantwortung kann der Mitarbeiter mit diesen Begabungen, Fähigkeiten und Kenntnissen anstreben? Ja, anstreben. So, denn man kann aber noch mehr schreiben. Machen wir uns mal hier die Seite wieder frei. Diese Potenzialanalyse, ob wir das jetzt noch hinschreiben, was ich jetzt schreibe, das machen wir ein bisschen abhängig von der Punktzahl, die am Rand steht. In meinen Prüfungstrainingsvideos habe ich ja oft erläutert, dass man diese Punktzahl in Minuten auch so ein bisschen überschlägig umrechnen sollte, um zu sehen, wie viel Zeit man jetzt auch hat. Man kann unterscheiden bei der Potenzialanalyse in die sequenzielle und die absolute. Sequenz heißt Folge. So, und das bedeutet, eine sequenzielle Potenzialanalyse bezieht sich auf das, was folgt, also die nächste Hierarchiestufe. Wenn jemand Sachbearbeiter ist, wäre die nächste Hierarchiestufe vielleicht Gruppenleiter. Ja? So, und dann analysiert man seine Möglichkeiten, seine Begabung, Fähigkeiten, Kenntnisse in Bezug auf die nächste Hierarchiestufe. Und die absolute Potenzialanalyse erfasst oder bezieht sich auf alle Möglichkeiten, auf alle Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, steckt in diesem Menschen vielleicht auch die Fähigkeit zum Vorstandsvorsitzenden, nicht in einem Jahr, vielleicht auch nicht in 5 Jahren, aber in 15 Jahren vielleicht. Ja, alle Einsatzmöglichkeiten. Was steckt überhaupt in diesem Menschen drin, soweit man das feststellen kann? Ja, das muss man natürlich auch immer noch dazu sagen. So, ist immer noch nicht fertig. Bei der Potenzialanalyse kann man jetzt noch etwas schreiben. Machen Sie das von der Punktzahl und vom Zeitbudget
abhängig, ob Sie auch das noch hinschreiben, nämlich die Instrumente. Das ist die Frage des Wie. Ja, denken Sie immer dran, diese W-Fragen, die sind immer im Hintergrund. Was ist es? Wer ist betroffen? Und wie kann man es machen? Wo wird es gemacht vielleicht noch? Warum wird es gemacht? Also diese klassischen W-Fragen. Hier haben wir die Frage also, wie wird es gemacht? Ja, also Sie sehen, wie Sie herangehen. Da ist das Stichwort in der Aufgabenstellungspotenzialanalyse, die wir beschreiben sollen. Und dann gehen Sie mit den W-Fragen daran. Was ist es? Wer ist betroffen? Wie wird es gemacht? Wo wird es gemacht vielleicht? Wann wird es gemacht? Ja, all diese Dinge, über all diese Dinge kann man schreiben. Sie sehen, wenn Sie diesen roten Faden haben, dann können Sie jetzt hier Seiten schreiben. Ja, wann wird es gemacht? Ja, man sollte es nicht mit Mitarbeitern machen, die gerade im Unternehmen sind, sondern zumindest sollten sie die Probezeit überwunden haben. Und man sollte den Eindruck haben, das ist ein Mitarbeiter, der sich auch längerfristig ans Unternehmen binden will. Das wäre die Frage, wann wird es gemacht? Ja, also nicht zu früh, aber natürlich auch nicht zu spät. Ja, wo wird es gemacht? Oder ja, da kann man sagen, man kann ein externes Unternehmen damit beauftragen. Man kann auch den Mitarbeiter dahin senden. Das geht einher mit dem, wie wird es gemacht? Die Instrumente, die man hier anwendet, ist das Assessment Center und psychologische Tests. Und da kann man einen Mitarbeiter natürlich durchaus mal auch entsenden zu einem solchen psychologischen Test, was wieder die Bereitschaft natürlich voraussetzt, diesen Mitarbeiter. Es gibt auch Leute, die sagen, lass mich in Ruhe mit der Psychokacke hier. Ja, also das ist nicht von allen Menschen akzeptiert, solche psychologischen Tests. So, damit sind wir bei dem Wie. Ja, Sie sehen, wenn man diesen Ansatzpunkt, den will ich Ihnen noch mal erläutern. Wie ist die Frage? Beschreiben Sie die Potenzialanalyse. So, jetzt kommt aber noch eine Einschränkung. Die Frage könnte auch hier zu Ende sein und dann könnte man verschiedene Perspektiven wählen. Potenzialanalyse fürs Unternehmen, Potenzialanalyse für Mitarbeiter. Hätte man schon wieder zwei Möglichkeiten. Aber hier ist es eingegrenzt für Mitarbeiter. Beschreiben Sie die Potenzialanalyse für Mitarbeiter. Und dann nimmt man das hier als Stichwort und geht mit den W-Fragen daran. Was ist das? Wann findet es statt? Wo findet es statt? Wie findet es statt? Wer, also mit wem in diesem Fall, wird es gemacht? Ja, und dann hat man genug Dinge, die man schreiben kann. Ausführlich beschreiben heißt ganze Sätze, Beispiele, Erläuterungen. Das Ganze immer, Sie haben hier im Grunde mehr Möglichkeiten, als Sie wahrscheinlich Zeitbudget haben. Deswegen immer mit Blick auf die Punktzahl am Rand. Wenn hier 20 Punkte am Rand steht, ja, dann können Sie richtig vom Leder ziehen. Ja, wenn da nur 5 Punkte am Rand steht, dann halten Sie sie ein bisschen zurück. Aber schreiben können Sie, sobald Sie den Ansatz gefunden haben. Wenn Sie den Faden gefunden haben, dann ziehen Sie und ziehen Sie und ziehen Sie und Sie dröseln den ganzen Pullover auf. Ja, das ist der Ansatz und das muss man mal verstanden haben. Das ist das, was man wesentlich begreifen muss im Sinne von Handlungsorientierung, Transferorientierung des Wissens. Wie ruft man sein Wissen ab? Wie verpackt man sein Wissen so, dass es zur Fragestellung passt? Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Wollen Sie mehr darüber wissen? Dann schauen Sie sich mal mein Schnelllernsystem an. Wie machen Sie das? Sie klicken auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt dahin. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.
Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.